Ja, lieber Herr Mattes, meine Damen und Herren, diese Wassersportnummer, die werde ich nie wieder los. Das habe ich schon, für die, die es nicht wissen, nach dem Wechsel aus dem Wirtschaftsministerium in die Bundesnetzagentur, habe ich dann irgendeinem Journalisten erklärt, dass ich vom Surfer der Energiepolitik zum Taucher geworden bin, weil ich in der Netzagentur natürlich sehr viel tiefer auch in technische Details einsteigen muss. Und das Ding werde ich nie wieder los. Das ist mir dann auch aus dem Ministerium anschließend vorgehalten worden, nach dem Motto, sind wir alles nur Surfer und würden uns nicht in der Tiefe der Gedanken da bewegen. Also, aber trotzdem ist nett und kann damit dann auch am Ende leben. Zunächst mal ganz herzlichen Dank für die Einladung heute hier. Die habe ich gerne angenommen, denn ich glaube, dass die Energiewende wie kein zweites Projekt etwas braucht, nämlich nicht nur Gemeinsamkeit bei den Zielen. Ich glaube, die kann man konstatieren über einen weiten Bereich der Gesellschaft und der Politik hinweg, sondern wir brauchen auch ein hohes Maß an Übereinstimmung, wenn es um den richtigen Weg geht, um die richtige Schrittfolge und auch um das richtige Tempo bei der Bewältigung der vor uns liegenden Themen. Und nach meiner Erfahrung ist das Öko-Institut, ist Herr Mattes dabei ein wunderbarer Sparringspartner, und ich hoffe, dass diese Girlande, die ich Ihnen da flechte, Ihnen nicht schadet in irgendwelchen anderen Szenen, weiß ich nicht, aber da können Sie sicherlich dann auch gut mit umgehen. Meine Damen und Herren, am Ende müssen möglichst alle, auf jeden Fall sehr viele, mitmachen bei der Energiewende, denn eine Energiewende über die Köpfe von Bürgerinnen und Bürgern hinweg macht natürlich keinen Sinn, hat keine Erfolgsaussicht am Ende, sondern wir müssen viele, viele Menschen mitnehmen. Und deswegen, und das ist natürlich für mich im Moment das zentrale Thema in diesen Tagen und Wochen, kommt es sehr darauf an, dass wir die Konsolidation etwa des Netzentwicklungsplans in einer Art und Weise aufsetzen, dass auch wirklich nicht nur das Gefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern ist, dass sie mitmachen, dass sie mitgestalten, dass sie mitdiskutieren, sondern dass das auch das sozusagen reale Ergebnis von Konsultation ist, dass man das am Ende feststellen kann. Wir erwarten eine ganze Reihe von Stellungnahmen zum Netzentwicklungsplan. Ich vermute auch aus dem Öko-Institut. Das ist dann eine besonders fundierte Stellungnahme, vermute ich mal. Es ist ja auch kein Wunder. Und ich kann berichten, dass am ersten Tag in der vergangenen Woche, am Donnerstag, haben wir das Projekt ja gestartet, diese zweite Phase, wenn Sie so wollen, der Konsultation. Wir haben am ersten Tag schon über 2000 Zugriffe gehabt haben auf unsere Internetseite, wo dann jede Menge Gigabyte abgerufen worden sind, denn die Dokumente, die wir ins Netz gestellt haben, den Netzentwicklungsplan auf der einen Seite, den Umweltbericht, den wir parallel erstellt haben, auf der anderen Seite, das ist eine Menge Holz und eine Menge zu lesen für alle Beteiligten. Aber das ist eben auch dann Teil von Transparenz und Offenheit an dieser Stelle. Wir werden nicht nur per Internet eine Beteiligung organisieren, wir haben nicht nur per Internet eine Beteiligung organisiert, sondern machen etwas anders als die Übertragungsnetzbetreiber, die es in der ersten Phase ja gemacht haben, uns auch auf den Weg zum Bürger direkt. Wir werden also in der Republik herumreisen. Wir haben 6 Orte ausgeguckt, verteilt über das Land, wo wir dann auch wirklich vor Ort ganztägige Veranstaltungen machen. Erste Hälfte Netzentwicklungsplan, zweite Hälfte Umweltbericht, moderiert von unabhängigen Dritten, sodass auch dort nicht der Eindruck entstehen kann, dass wir uns hier selbst moderieren und sozusagen mit Ergebnissen im Kopf an diese Veranstaltung rangehen. Ich glaube, das ist ein vernünftiges Vorgehen. Ich denke, um das auch gleich zu sagen, wir brauchen eine vernünftige Balance zwischen den verschiedenen Interessen. Der Ausbau der Erneuerbaren, der Netzausbau dient letztlich auch dem Klimaschutz. Auf der anderen Seite weiß jeder, dass er mit Auswirkungen verbunden ist für Mensch, für Natur, für die Umgebung. Und da macht es im Einzelfall dann doch immer eine gewisse Abwägung, um die man am Ende nicht umhinkommt, notwendig. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass man dafür das Umweltschutzrecht zur Disposition stellen müsste oder ändern müsste, sondern man muss es pragmatisch anwenden. Dafür werbe ich, die notwendigen Eingriffe in die Umwelt, und das ist ja im Grunde die Grundidee von Umweltrecht, ist eben die, dass die möglichst Eingriffe vermieden werden sollen und minimiert werden sollen. Und ich glaube, das geht, und das bedeutet, dass in jedem konkreten Fall dann eine entsprechende Abwägung stattfinden muss zwischen den verschiedenen Interessen. Und mein Eindruck ist, jedenfalls wird mir das zurückgespiegelt von manchen Übertragungsnetzbetreibern, dass dieses in der Praxis in der Regel dann auch funktioniert und dass die Widerstände, die es gegen Leitungsausbau gibt, sich teilweise natürlich auf solche Akzeptanzfragen im Umweltschutzbereich beziehen, aber dass es auch viele andere Hürden und Hindernisse gibt, die dann damit weniger zu tun haben, wenn ich etwa an Planungs- und Genehmigungsverfahren denke, wenn ich auch an diejenigen denke, die Umweltschutz sagen und Entschädigung meinen. Da mischt sich also eine ganze Menge an ganz unterschiedlichen Motiven zusammen, wenn es da um Widerstand geht.
Sie haben im Laufe des Tages bereits, wie ich denke und nachgelesen habe, in dem Programm zahlreiche Beiträge gehört, auch viele zentrale Themen der Energiewende diskutiert, ob das jetzt die Akzeptanzfrage ist, die Speicherung von Energie oder auch das zukünftige Marktdesign. Ich komme auf all dieses noch zurück gleich und denke, es ist wahr, dass die Energiewende eines der größten industriepolitischen Projekte der Gegenwart ist. Gelegentlich übersehen manche die allzu schöne Vision für die Zukunft entwickeln, dann allerdings, dass wir hier nicht auf einer grünen Wiese sind, dass wir hier nicht ein völlig neues System mal eben aus den Ärmel schütteln können, sondern dass wir eine Basis haben, auf der wir aufbauen und dass wir dieses Ding entwickeln müssen, diese Energiewende entwickeln müssen, ohne dass wir die jeweils sozusagen tagesaktuelle Stromversorgung dabei gefährden, die Versorgungssicherheit in Frage stellen. Und ich weiß nicht, wer den Roman Blackout gelesen hat von Mark Ellsberg. Da kann man nachlesen, was passiert, wenn man sorglos mit Infrastruktur umgeht. Nun, dort sind es Hacker und Terroristen, die das Stromnetz zum Erliegen bringen. Das ist ja hier nicht die Gefahr, aber die Ergebnisse sozusagen, wenn man allzu sorglos in diese Systeme eingreift, wären dann dieselben möglicherweise. Und deswegen macht es Sinn, da sehr sensitiv an dieser Stelle zu sein. Derzeit ist es, wenn man eine Zeitung aufschlägt, vor allen Dingen populär, Probleme der Energiewende zu thematisieren. Die Chancen werden dann gelegentlich übersehen. Ich glaube immer noch, wenn die Energiewende gelingt, und ich bin da relativ zuversichtlich am Ende, kann daraus eine Blaupause für andere Länder entstehen. Deshalb interessiert sich das Ausland ja auch so für die Energiewende in Deutschland. Auch das kann ich berichten aus vielen Gesprächen von ausländischen Besuchern in der Netzagentur. Das heißt, wir haben die Chance, hier etwas Gutes auf den Weg zu bringen und auch andere mitzunehmen am Ende. Aber das heißt eben auch, dass wir in der Verantwortung stehen dafür, dass dieses Projekt gelingt und dass die Dinge sozusagen mit umsichtig und konstruktiv vorangetrieben werden. Und ich rate sehr dazu, die Energiewende als Generationenprojekt zu verstehen. Sie wissen das, die Energiewende ist auf das Jahre 2050 ausgerichtet und nicht auf Mitte 2012. Deswegen halte ich nichts von diesen ständigen Klagen, die Energiewende fährt an die Wand oder dieses oder jenes ist noch nicht erreicht. Ich denke, bei der Energiewende müssen wir in anderen Dimensionen auch zeitlich rechnen. Und ich halte aus dem Grunde auch nichts von der immer wieder erhobenen Forderung nach Masterplänen. Nach meinem Gefühl, Masterpläne führen zu Desaster und nicht zu Master am Ende. Und ich glaube, dafür gibt es reichlich Beispiele in vielerlei Hinsicht. Denn wer will denn heute im Ernst voraussagen, wie die Welt in 40 Jahren aussieht? Wer will denn heute im Ernst voraussagen, zum Beispiel das Thema haben wir ja gerade eben gehabt, wie denn die Speichertechnologien sich entwickeln? Wer will denn im Ernst daraufhin jetzt Entscheidungen ausrichten auf irgendeine Entwicklung, die niemand kennt im Einzelnen? Und das heißt, wir müssen uns ein Maximum an Flexibilität auf dem Weg in das Jahr 2050 erhalten. Und deswegen machen Masterpläne keinen Sinn. Der einzige Sinn, der dann da drin steckt, ist, dass man alle paar Wochen guckt an den Masterplan und wieder feststellt, dass man irgendeinen Weg anders machen muss oder nicht erreicht hat und damit ständig auch Zweifel an den Erfolgsaussichten sät. Etwas anderes ist das Monitoring der Energiewende, also die Begleitung der Energiewende. Ich denke, so wenig Sinn Masterpläne machen, so viel Sinn macht es sich regelmäßig auch darüber zu vergewissern und sich darüber Klarheit zu verschaffen, wo wir jeweils stehen beim Umbau unserer Energieversorgung. Aber das ist etwas anderes, als wenn man Bausteine bis ins Jahr 2050 definiert. Und in diesem Monitoring-Prozess wird dann ja auch die Bundesnetzagentur eine wichtige Rolle spielen. Wir stellen ja die Geschäftsstelle für die 4 extern berufenen Professoren, die den Prozess begleiten sollen. Und ich habe damals schon vermutet, als das Thema aufkam, dass am Ende das nicht nur bei der Geschäftsstelle und der Abrechnung von Dienstreisen bleibt, sondern dass auch inhaltliche Aufgaben auf die Netzagentur zukommen. Und das ist natürlich auch der Fall, denn bei uns gibt es natürlich auch jede Menge Material, Zahlen, Daten, Fakten und die werden natürlich eingespeist in diesen Prozess. Und deswegen ist das auch ein relativ intensives Thema für die Bundesnetzagentur. Ich habe jetzt in der relativ ja noch kurzen Zeit als Präsident dieser Behörde und täglich erleben können, wie immer wieder um die Grenzen gerungen wird zwischen Markt auf der einen Seite, Staat auf der anderen Seite, zwischen Wettbewerb auf der einen Seite, Regulierung auf der anderen Seite. Und Teil meiner Erfahrung, das wird niemanden wundern, ist dann auch, dass in diesen Grenzziehungen nicht immer mit dem Florett gearbeitet wird, mit dem Florett wissenschaftlicher Analyse, sondern da immer auch mal der Säbel rausgeholt wird von Interessenpolitik. Und wer sich die Energiewende und die damit zusammenhängende Diskussion anhört oder anschaut, der kann das ja jeden Tag erleben, dass wie viele Interessen da unterwegs sind.
ist auch in Ordnung. Es ist ja auch logisches Verhalten oder rationales Verhalten, was dahinter steht, aber sozusagen als Behörde mit einem doch einem unabhängigen Auftrag, wenn Sie so wollen, da gucken wir schon auch bei vielen Gelegenheiten etwas genauer hin, um solchen Interessen nicht zu erliegen. Unstreitig ist, dass natürliche Monopole nicht sich selbst überlassen werden sollten. Dort gibt es keinen Wettbewerb. Der staatliche Eingriff ist gut begründet. Das betrifft die Netze für Strom und Gas in besonderer Weise. Aber ich weiß eben auch, das reicht nicht, eine Grundentscheidung zu treffen, dass in diesen Bereichen Regulierung notwendig ist, sondern dann stellen sich erst die eigentlichen Fragen, nämlich der Ausgestaltung von Regulierung. Lässt sich tatsächlich Wettbewerb am Reißbrett organisieren? Sind wir klüger in einer Behörde als viele andere und können sowas sozusagen als Theorie entwickeln und dann durchführen? Das ist durchaus eine Frage, die man sich dann auch selbstkritisch immer wieder stellen muss. Sie kennen das, Hayek, Anmaßung von Wissen ist da durchaus auch ein Gesichtspunkt, unter dem wir auch selbstkritisch unsere Arbeit dann gelegentlich beleuchten. Oder wie können wir in Zeiten der Energiewende attraktive Investitionsbedingungen schaffen? Auf der einen Seite, wichtiges Thema, wir wollen die Energiewende unterstützen. Aber wie können wir gleichzeitig auch dann den Effizienzgedanken immer aufrechterhalten und für kosteneffizient sorgen, um am Ende den Stromkunden nicht mit Kosten überziehen zu müssen? Oder jedem ist klar, wenn man Netze reguliert, dann geht das nicht, ohne dass man auch auf die vor- und nachgelagerten Stufen jedenfalls einen Blick immer hat, auf den Erzeugungsbereich oder auch auf den Vertriebsbereich. Und diese Dinge muss man dann jeweils im Zusammenhang sehen. Und letztlich auch, wie lässt sich verhindern, wenn man an einer Stelle eingreift, an einer Stelle mit Regulierung beginnt, dass man dann nicht in der berühmten Ölflecktheorie landet und sozusagen eine Regulierung die nächste nach sich zieht, dass dann nicht mehr böser Wille, sondern das ist erstmal Druck von verschiedenen Seiten, übrigens gelegentlich auch aus der Wirtschaft. Das ist keineswegs so, dass nur böse Politiker und böse Beamten ständig neue Regulierungen sich ausdenken, sondern es gibt vielfach ja auch den Wunsch von Betroffenen, hier noch eine Sonderregelung, da noch etwas anzuflanschen und eine Idee in die Regulierung einzubringen, die das ganze System dann am Ende ein Stück weit komplizierter macht. Ich will jetzt aber nicht nur über Netzregulierung reden, sondern auch über das, was Herr Mattes angekündigt hat, so dieses etwas größere Bild versuchen zu sprechen. Es gibt die bewusste politische Entscheidung, in den Erzeugungsmarkt einzugreifen. Nichts anderes ist die Vorgabe von Quoten für erneuerbare Energien. Nichts anderes ist die konkrete Ausgestaltung in Deutschland im Erneuerbaren Energiegesetz. Das ist alles nichts anderes als ein politisch motivierter Eingriff in einen prinzipiell marktwirtschaftlich zu organisierenden Markt. Dessen muss man sich auch immer wieder bewusst sein. Und ich denke, beim ersten Schritt in solche Regulierungen ist man frei, beim zweiten ist man dann schon auf einem gewissen Pfad. Und deswegen neige ich dazu, dafür zu plädieren, dass man sich jedenfalls den ersten Schritt immer schon sehr genau überlegt, bevor man in ein System reingeht, dessen Ende man am Ende möglicherweise nicht absehen kann. Wir stellen heute fest, und das ist so nach meinem Eindruck breite Übereinstimmung inzwischen, dass etwa die Regeln des EEG zwar höchst erfolgreich waren, als es darum ging, den Prozess in Gang zu bringen, erneuerbare Energien überhaupt erstmal zu pushen, dass wir aber jetzt an einem Punkt sind, wo wir feststellen, dass dieser Einstieg auch fundamentale Wirkungszusammenhänge auf dem Strommarkt beginnt, außer Kraft zu setzen. Denn bisher galt ja das Prinzip, dass für den produzierten Strom, also für die Kilowattstunde, ein Preis bezahlt wird. Wie hoch dieser Preis ist, ergibt sich an der Strombörse, orientiert sich an den Grenzkosten des jeweils letzt eingesetzten Kraftwerks, also der berühmten Merit Order. Häufig sind das Gaskraftwerke. Und dieser Preismechanismus erodiert von Tag zu Tag. Er wird außer Kraft gesetzt mit der wachsenden Einspeisung erneuerbarer Energien in das Stromnetz. Denn die Kosten, die Grenzkosten von Strom aus Sonne und Wind sind nun einmal sehr gering, bis hin zu null. Das heißt eben, dass Strom und Kohle und Gas aus dem Erzeugungsmix verdrängt wird. Das ist ja auf der einen Seite ja erwünscht. Das ist ja praktisch die Zielgröße auch der Energiewende. Auf der anderen Seite heißt das aber, dass der Strommarkt sozusagen seine Grundlage verliert und seiner Grundlage entzogen wird, was die Preisbildung angeht. Und deswegen ist das, denke ich, ein ernsthaftes Thema, mit dem man sich beschäftigen muss, was dort am Ende dann möglicherweise rauskommt. Und wir werden es ja erleben, da muss man nicht so weit in die Zukunft schauen, dass wir nicht zu wenig Strom haben, sondern möglicherweise zu viel in bestimmten Situationen. Vielleicht schon nächsten Pfingsten, ich weiß es nicht, dass dann, wenn die Sonne scheint, der Wind weht, wir eine Stromeinspeisung haben, die weit über das hinausgeht, was an diesem Tag gebraucht wird. Ja, und wohin dann mit dem Strom?
Vergraben geht nicht. Dem Ausland mit zusätzlichen Subventionen reindrücken geht auch nicht. Ich kriege jeden Tag Post aus Polen, aus der Tschechischen Republik mit Klagen darüber, dass in solchen Situationen, wo zu viel Strom ins Netz kommt, Windstrom insbesondere, dass dann die Netze der Nachbarländer belastet werden. Und das finden die nicht nur witzig. Das heißt, hier ist ein reales Problem, mit dem man sich beschäftigen muss, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Das wäre kein Problem, wenn es ausreichende Speichermöglichkeiten gäbe. Dann könnte man das zu einem guten Stück ausgleichen. Nun habe ich jetzt eben der Diskussion über Speicher nicht beiwohnen können, aber mir berichten lassen, dass auch dort die ganz schnelle Lösung sich noch nicht unbedingt abzeichnete, sondern dass es eine gewisse Übereinstimmung, ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig an der Stelle und gebe das richtig wieder, dass es eine gewisse Übereinstimmung darin gegeben hat, dass das Speicherthema eine Lösung am Horizont ist, aber nicht auf die kurze Frist und auf die kurze Zeit. Deswegen kommen wir um die Frage überhaupt nicht drum herum, wie wir die Zeit bis dahin überbrücken. Ich denke, wir brauchen noch viele Jahre, den Strom aus konventioneller Erzeugung als Backup für die Zeit, wo die Sonne nicht scheint, wo der Wind nicht weht. Und diese Kapazitäten rechnen sich zunehmend weniger, weil die entsprechenden Kraftwerke ja dann viel weniger Stunden laufen und in diesen Stunden auch noch einen gedrückten Börsenpreis dann für sich einnehmen können. Und deswegen ist es ja so, dass Pläne für Gas- und Kohlekraftwerke auf Eis gelegt werden, dass über Stilllegungen von Kraftwerken aus betriebswirtschaftlichen Erwägungen diskutiert wird. Das ist ein reales Thema, ein reales Problem und ist ein reales Thema auch der Energiewende, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Denn diese Kapazitäten, die dort nicht entstehen oder die stillgelegt werden, die fehlen uns ja dann in bestimmten Situationen, wenn Wind und Sonne nicht ausreichen. Und das heißt, dass in solchen Situationen dann natürlich die Versorgungssicherheit in Gefahr gerät. Das haben wir im vergangenen Winter erlebt. Wir waren am Anschlag, wenn ich das so sagen darf, zu bestimmten Stunden und Tagen im vergangenen Winter. Und dann wird einem meist entgegengehalten, ja, aber ihr habt doch weiterhin Strom nach Frankreich geliefert. Wer die Mechanismen auf dem Markt kennt, wird wissen, dass da der unmittelbare Zusammenhang so nicht herzustellen ist, weil nämlich am Tag zuvor jeweils ja schon die Mengen kontrahiert werden für den nächsten Tag und geliefert werden. Und dann stellt man erst am nächsten Tag fest, plötzlich, dass irgendwo Strom nicht da ist und muss dann die Regelenergie mobilisieren. Und an diesen Tagen war die Regelreserve sozusagen bis auf das letzte Megawatt ausgenutzt. Und deswegen war das also sehr knapp im Winter. Und deswegen ist auch das für uns ein Thema, nicht nur, wie wir die große Vision Energiemarkt des Jahres 2020, 30, 40 herstellen, sondern auch, wie wir die kurze Frist überbrücken, konkret den nächsten Winter, den übernächsten Winter, wobei das ja auch noch eine regionale Komponente hat, denn diese Probleme gibt es ja im Wesentlichen im Süden und das aus gutem Grund, weil dort nämlich im Wesentlichen ja die Kernkraftkapazitäten auch abgeschaltet werden, das nächste Kraftwerk ja Ende 2015. Und wenn man das dann so darstellt, dann schallt einem prompt der Ruf entgegen nach Kapazitätsmärkten, sehr populär, vordergründig sozusagen den Teufel mit dem Beelzebub austreiben, die Subventionen auf der erneuerbaren Seite, die zu Problemen auf dem Markt führt, dann auszugleichen durch Subventionen bei den konventionellen. Nach meiner Überzeugung kann das nicht die Lösung sein, sondern da gehört schon etwas mehr Gehirnschmalz da rein. Dieses Thema Kapazitätsmechanismus muss sorgfältig diskutiert werden. Ich vermeide auch den Begriff Kapazitätsmarkt vorläufig noch in diesem Zusammenhang, rede lieber über Kapazitätsmechanismus, auch das aus gutem Grund. Die Bundesnetzagentur beteiligt sich intensiv an dieser Diskussion. Wir wollen, dass wir am Ende ein Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente im Energiemarkt bekommen. Und das ist eben nicht nur der Kapazitätsmechanismus, sondern das ist die Frage der Renovierung des EEG, das ist die Frage des Netzausbaus. Diese Dinge müssen nach unserer Überzeugung in einem Gesamtbild betrachtet werden. Es macht keinen Sinn, immer an Mosaiksteinchen rumzubasteln mit der Folge, dass man dann Probleme an anderer Stelle damit wieder neu produziert, sondern man muss die Dinge im Zusammenhang sehen. Und das heißt eben auch, dass man das nicht kurzfristig übers Knie brechen kann. Persönlich glaube ich, habe ich auch meine Zweifel, ob das vor einer Bundestagswahl noch gelingen kann, ein solches sozusagen das Grand Design eines neuen Strommarktes herzustellen, kann ich mir schwer vorstellen. Deswegen hat der Bundesumweltminister vermutlich recht, wenn er sagt, lass uns erstmal über einen Verfahrensvorschlag reden, wie wir da hinkommen, bevor man Beschlüsse fasst, die dann möglicherweise dann am Ende nicht funktionieren. Und für mich geht es dann auch nicht darum, sozusagen den traditionellen Strommarkt dadurch zu renovieren, dass man schnell noch irgendeinen Kapazitätsmechanismus anfliegt. Das wäre genau falsch, sondern nochmal, man muss die Dinge im Zusammenhang sehen. Dazu sollte sich die Politik die notwendige Zeit nehmen. Ich vermute mal,
dass diese Position nicht so weit von der entfernt ist, die Herr Mattes heute Morgen an der Stelle gesagt hat. Das ist jetzt eine Vermutung, die ist aber begründet, glaube ich. Kann sein, dass wir auseinanderliegen bei der Frage des Zeitbedarfs, ob jetzt Diskussionsbedarf besteht oder Handlungsbedarf. Ich gehöre zu denen, die sagen, es besteht Diskussionsbedarf. Handlungsbedarf haben wir noch Zeit. Die Probleme, die realen Probleme treten irgendwie ab 2020 auf. Deswegen brauchen wir irgendwie Mitte dieses Jahrzehnts Entscheidungen vielleicht und müssen uns bis dahin mit den Reserven über die Winter retten, wenn Sie so wollen. So, was ist zu tun? Kann man sich natürlich leicht machen und sagen, naja, wenn es knappe Kapazitäten irgendwann gibt, dann wird der Preis das schon reflektieren an der Börse und das entsprechende Signal geben, dann werden die Kapazitäten schon wieder aufgebaut. Das ist ein Zusammenhang, wie man ihn aus der Ökonomie kennt, der ja auch in aller Regel funktioniert. Meine Sorge wäre allerdings an der Stelle, dass der Zeitverzug so ist, dass es dann zu spät ist, dass zu viel Zeit vergeht bis dahin und wir nicht die Zeit haben, dieses mal so im realen Leben auszutesten. Deswegen brauchen wir, denke ich, am Ende doch zusätzliche Anreize für ausreichende Kraftwerkskapazitäten, die dann unabhängig sind von der eigentlichen Erzeugung. Aber es heißt natürlich auch, dass wir uns dennoch ausreichend Zeit nehmen sollten, überhaupt das Problem zu analysieren, genau zu untersuchen, wie groß es sein wird, in welchem Umfang wir möglicherweise solche Mechanismen benötigen. Denn nochmal, Schnellschüsse können hier mehr Schaden anrichten als Gutes tun. Das Gleiche gilt auch für die konkrete Ausgestaltung eines solchen Mechanismus ist am Ende. Die Debatte ist ja im vollen Gange. Es werden verschiedene Modelle diskutiert. Strategische Reserve ist ein Stichwort oder die Energiesicherheits- oder Versorgungsverträge, was das EWI sich in seinem Gutachten ausgedacht hat. Dann gibt es wieder andere Vorstellungen, dass man eine Idee hat, wie man erneuerbare Energien mit konventionellen Energien verheiratet, wenn man so will, damit die gemeinsam dann eine sichere Versorgung anbieten können. Nach meinem Gefühl ist keine dieser Ideen bisher wirklich ausdiskutiert und in all ihren möglichen Konsequenzen, Nebenwirkungen zu Ende diskutiert. Ich habe noch kein Modell jedenfalls gesehen, wo man nicht auch an vielen Stellen ein dickes Fragezeichen dran machen muss, was das möglicherweise für Folgen hat. Deswegen sind wir in der Netzagentur der Meinung, dass man erstmal ein paar Kriterien festlegt, die in jedem Fall erfüllt sein müssen von einem solchen System. Und dazu gehört natürlich, das wird Sie nicht wundern, aus unserer Sicht an erster Stelle das Kriterium so wettbewerblich wie möglich und so wenig staatliche Planung an dieser Stelle, wie es geht. Und das ist die Überschrift. Darunter kommen dann Stichworte wie Technologieoffenheit. Wir wollen keine bestimmten Technologien auf diese Weise dann am Ende fördern, sondern wollen das technologieoffen haben. Es soll sich jeder beteiligen können am Ende. Es geht dann nicht nur um den Bau neuer Kapazitäten, sondern müssen Bestandskraftwerke einbezogen werden, dann muss die Nachfrageseite einbezogen werden und auch die Frage etwa von Lastreduktionen muss einbezogen werden, wenn man sich dem Thema dann am Ende nähert. Der Kapazitätsmarkt sollte natürlich, auch wenn es irgend geht, keiner ständigen politischen Einflussnahme ausgesetzt sein. Das versteht sich irgendwie von selbst. Denn wir sollten uns auf Regeln verständigen, die dann möglichst langfristig auch gelten, weil nur so können wir dann auch das Risiko für die Kraftwerksbetreiber minimieren und die entsprechenden Investitionen in Gang bringen. Und natürlich, auch das gehört dazu, müssen wir verhindern, dass bestehende Kraftwerke, die eigentlich keine zusätzliche Förderung brauchen, dann die Vergütung aus dem Kapazitätsmechanismus, so er dann kommt, das Fragezeichen mache ich immer noch dran, dann am Ende mitnehmen, Stichwort Mitnahmeeffekte vermeiden. Wichtiges Thema ist die Frage der Regionalisierung. Wir brauchen keine Kapazitäten im Norden, da haben wir eher zu viel, nämlich Windenergie, sondern die Kapazitäten, die fehlen, die sind regional zugeordnet, wenn Sie so wollen, tendenziell im Süden. Und deswegen braucht man auch irgendwie Gehirnschmalz, dass man darauf verwendet, wie man dann diesen Effekt dann einfangen kann in einem solchen Mechanismus. Dann kommen technische Anforderungen dazu, Blindleistungsfragen, Ähnliches, Frequenzhaltung, all das spielt auch eine Rolle, wenn man über diese Dinge nachdenkt. Und es kommt ein Punkt hinzu, der mir ganz wichtig ist. Es wird zu leicht und zu lange übersehen, dass wir ja längst keinen deutschen Strommarkt mehr haben. Es gibt keinen deutschen Strommarkt, sondern es gibt die Marktzusammenschaltung verschiedener Strommärkte, Nordwesteuropa zum Beispiel. Und deswegen kann man eine solche Debatte auch nicht rein national führen, sondern man muss die europäische Dimension immer mit im Auge haben. Denn auch das muss man ja an der Stelle sagen, was nützt uns denn ein Kapazitätsmechanismus, wenn am Ende die EU-Kommission kommt und dies als Beihilfe einschätzt und ein solches Instrument dann
nicht erlaubt. Also auch diese Dimension muss man immer wieder mit in das Bild nehmen. Zum Schluss ein Punkt sozusagen aus aktuellem Anlass, das die Kostendiskussion. Ich bin der Meinung, das, was im Moment als Kostendiskussion läuft, ist ein Sprengsatz für die Energiewende. Wenn jetzt man sich gegenseitig vorhält, wer profitiert von irgendwelchen Entlastungen, wer wird belastet, dann führt das nicht am Ende zu besseren Lösungen, sondern führt dazu, dass die Energiewende insgesamt in Frage gestellt wird. Deswegen bin ich definitiv der Auffassung, dass wir uns sehr um die Kosteneffizienz insgesamt kümmern müssen, dass wir nicht zulassen, dass Kosten entstehen, wo keine entstehen müssen, dass wir dafür sorgen, dass unvermeidliche Kostensteigerungen dann auch erklärt werden und transparent gemacht werden. Aber bitte schön, wenn es irgend geht, Ende dieser Verteilungsdiskussion. Da beziehe ich ausdrücklich auch die energieintensiven Industrieunternehmen mit ein, denn mein Eindruck ist ja, dass das Prinzip ist akzeptiert. Energieintensive Industriebereiche müssen von den Kosten ein Stück weit entlastet werden, weil sie sonst keine Chance mehr haben im internationalen Wettbewerb, weil sonst Arbeitsplätze verloren gehen und weil das Ergebnis am Ende dann auch ist, dass trotzdem der Verbraucher die Kosten übernehmen muss. Wenn diese Industrie nicht mehr da ist, dann gibt es auch keinen mehr, der diese Kosten an der Stelle tragen kann. Also mit anderen Worten, diese Diskussion empfehle ich auch ein Stück weit rationaler zu führen. Ist auf der anderen Seite richtig, eine solche Regelung, die ja notwendigerweise mit Grenzwerten arbeiten muss, mit gewissen Pauschalisierungen, dass die am Ende auch immer dazu führt, dass es neben vielen Gerechten dann auch vielleicht den einen oder anderen Ungerechten gibt, der von einer solchen Lösung profitiert, obwohl er möglicherweise nicht im internationalen Wettbewerb steht oder sowas. Kann man sicher Beispiele finden, aber ich glaube, das sollte kein Anlass sein, hier eine Grundsatzdiskussion anzuzetteln, die, wie gesagt, nach meinem Gefühl dann in die völlig falsche Richtung geht. Wir sollten uns um Kosteneffizienz im Gesamtsystem kümmern und nicht um Verteilungsfragen zwischen Gruppen oder Industriebereichen oder was auch immer. Und ich glaube, darüber nachzudenken lohnt sich jedenfalls viel mehr als so eine fruchtlose Debatte über Verteilungsfragen. Ich glaube, der Zug in Richtung Energiewende hat mächtig an Fahrt aufgenommen. Es ist viel mehr passiert, als gelegentlich in Medien berichtet wird. Da wurde immer gesagt, es sei jetzt ein Jahr gar nichts passiert. Das ist großer Quatsch. Vor einem Jahr sind die Gesetze gemacht worden, jetzt liegt zum Beispiel der Netzentwicklungsplan vor, jetzt liegen viele Ideen an anderen Stellen vor, jetzt gibt es eine Diskussion über EEG, die vor einem Jahr nicht möglich gewesen wäre. Also es hat sich viel schon verändert in dieser kurzen Zeitspanne von einem Jahr. Wie gesagt, der Zug hat Fahrt aufgenommen, der muss auf das richtige Gleis gelegentlich noch gesetzt werden und dies in einem Tempo, dass die Kosten dann auch über die gesamte Fahrtstrecke bis 2050 ein bisschen streckt und verteilt. Das ist dann auch Teil der Akzeptanz, wenn es um die Energiewende dann geht. Und ich glaube auch, dass man bei einem solchen Projekt wie der Energiewende dann auch durchaus mal zwischendurch Tempo rausnehmen kann, dann beschleunigt man wieder. Das ist ein Marathonlauf, der da stattfindet und kein Sprint über das erste Jahr. Und wenn man das alles berücksichtigt und wie gesagt auch daran denkt, dass das ein Gemeinschaftsprojekt sein muss und dass die Dinge im Zusammenhang gesehen werden, dann glaube ich, haben wir gute Erfolgsaussichten. Schönen Dank.